Recording in progress. Danke, meine Liebsten, danke, dass ihr hier seid. Dass ihr mich und euch diese Unzertrennlichkeit spüren lässt. Sind wir unzertrennlich mit Jesus? Mit seiner Liebe für uns? Fühlst du diese Unzertrennlichkeit? Kannst du mal dein Herz berühren und deine Hand auf dein Herz legen? Spür mal diese Unzertrennlichkeit. Dass da jemand mit dir ist, der dich immer liebt. Und dich in jedem Moment aus dieser Welt der Probleme, der Schuld, der Krankheit und der Depression, des Mangels, der Ungewissheit und der Zweifel, die ich hier hinausnehmen will. Genau hier und jetzt. Ist das eine Liebe? Ist kein Kurs in Verstehen. Geht hier nicht um Verstehen. In meiner tiefsten Erfahrung geht es hier um das Fühlen der Liebe Gottes jetzt in mir. Ich liebe die Liebe Gottes jetzt in mir. Dann ist das Ende des Leidens hier. Hast du mich gehört? Fühle ich die Liebe Gottes jetzt in mir? Dann ist das Ende des Leidens. Deshalb wurde uns dieser Kurs gegeben. Das Ende des Leidens jetzt zu spüren. Was die Liebe uns aus uns macht. Schau dich einmal an, was die Liebe aus dir macht. Schau dich an, wie du vor 10 Jahren warst, vor 5 Jahren, vor 2 Tagen und jetzt. Was hat die Liebe aus dir gemacht? Durch die Gnade Gottes bist du erwacht. Gemeinsam mit Jesus und gemeinsam mit mir. Erwacht zu was? Zur Liebe Gottes. Was die Liebe aus uns macht. Die Liebe Gottes aus uns. Spürst du sie in deinem Herzen? Jesus sagte einfach, spür sie immer. Erlaube es dir, geliebt zu sein. Erlaube es dir, gehätschelt und getätschelt zu werden. In jedem Moment. Bis ans Ende der Zeit. Bis ans Ende der Welt. Love is the answer. Liebe ist die Antwort. Jetzt ist deine Zeit um, weil die Liebe Gottes gekommen ist. Genau hier und jetzt. Kannst du dich erinnern an den Nazarener? An Jesus von Nazareth? Du bist Jesus von Nazareth. Es gibt nur einen von uns. Du bist Jesus von Nazareth. Du bist auferstanden. Du bist nach Hause gegangen zu Christi Himmelfahrt. Und diese Christi Himmelfahrt ist nichts anderes als die Ankunft der Liebe Gottes in deinem Herzen. Hier und jetzt. Genau hier und jetzt ist deine Auferstehung, deine Himmelfahrt. Jesus hat gesagt, it's accomplished. Es ist vollbracht. Bin ich dankbar, dass ich nichts mehr vollbringen muss.
dass ich mich von der Liebe Gottes aus dieser Welt hinauslassen kann. Wenn ich es erlaube, wenn ich mich dafür entscheide, werde ich hier und jetzt aus dieser Welt hinausgeliebt. Und wenn ich für einen Moment mich hinauslieben lasse, dann bin ich für einen Moment nach Hause gegangen. Und dann komme ich vielleicht wieder in diese Welt. Aber es wird nie mehr dasselbe sein. Du wirst nie mehr dasselbe sein. Ich habe eine Begegnung mit Jesus gehabt, ganz intensive Begegnung mit Jesus. Ich war nie mehr dasselbe. Aus dem kalten, gefühlslosen Hubert, der nichts in seinem Herzen gefühlt hat mehr, der sich nur um die Welt gekümmert hat und um sein Vermögen und seinen Erfolg, sein Haus und sein Auto, in einem einzigen Moment, in der Twinkling of an Eye, wie es in der Bibel heißt, vielleicht einige kennen mich als Lehrer, der die Bibel mit dem Kurs lehrt, in der Twinkling of an Eye, sagt Jesus, in den Augen aufzwinkern, in den Augen zwinkern, glaube ich, sagt man auf Deutsch, bist du verwandelt durch den Liebe Gottes. Hier und jetzt. Nicht später. Nicht nach 365 Lektionen. Nicht in 2 Jahren. Und in 10 Jahren. Das sind alles Ideen des Egos. Das sind alles Ideen der Trennung. Genau hier und jetzt, Maria. Genau hier und jetzt wirst du aus der Welt hinausgeliebt. Wenn du es dir erlaubst, dich hinausleben zu lassen. Spreche ich nur mit Maria? Nein, ich spreche mit jedem, weil es nur einen von uns gibt. Love ist die Antwort. Liebe ist die Antwort. Immer ist Liebe die Antwort. Die Liebe Gottes ist immer die Antwort auf alles, was scheinbar passieren wird und kann. Liebe ist immer die Antwort. Immer einzig die Antwort. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche gesehen habt. Ich habe heute mir das angeschaut, das Interview von Donald Trump. Kennt jemand hier Donald Trump? Der Erlöser der Welt, Donald Trump genannt. Er hat ein Interview gegeben nach dem Attentat in Texas und hat gesagt, die Lösung wäre, alle Lehrer zu bewaffnen. Weil je mehr Lehrer bewaffnet werden, desto mehr Leben können wir retten. Also je mehr Waffen wir in die Schulen geben, desto mehr Leben kann man retten. Und jetzt kann einer sagen, oh, der böse Trump da draußen, was der macht. Was glaubst du, hat Jesus von Nazareth gemacht? Was magst du als Christusgeist? Was würdest du sagen? Würdest du sagen, du blöder Trump? Du scheußlicher Typ mit deinen verrückten Lösungen? Oder würdest du sagen, Donald, ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Wladimir Putin, ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Du kannst jemanden jetzt in deinen Geist bringen, der dir gerade sehr problematisch erscheint, der gerade nicht deine Erwartungen erfüllt, der dir vielleicht gerade jetzt den Frieden braucht, der dir vielleicht jetzt genau etwas sagt oder gesagt hat, was du nicht hören wolltest. Und die einzige Antwort ist die Liebe. Ich segne dich, sag es bitte für dich, ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Wenn du sagen würdest, Elke, Donald Trump, Donald, ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte, dann ist Angst unmöglich geworden und Liebe ohne Gegenteil begründet worden. Möchtest du, dass die Angst unmöglich wird und dass Liebe ohne Gegenteil deinen Geist und deinem Herzen begründet wird? Gibt es jemanden, der das möchte? Zeig einmal auf, wer möchte das? Dass Angst unmöglich wird. Wer möchte das hier? Möchtest du das? Möchtest du das? Möchtest du das? Ich höre dich nicht. Du kannst dein Mikro aufmachen. Möchtest du das? Dass Angst unmöglich wird? Ja! 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 Ohne Gegenteil. Oh! Alec, Hannes! Ja, unbedingt. Möchtest du das? Ich höre dich nicht. Ich höre dich immer noch nicht. Unbedingt!
Jawohl. Ist das Einzige, was du willst? Ist das das Einzige, was du willst? Ist das wirklich das Einzige, auf jede Situation so zu antworten, dass Liebe die Antwort ist? Ist das das Einzige? Ja. Ist das mit der, ist das mit dem Mann, der in der Kasse steht am Supermarkt, im Supermarkt und lange mit der Kassierin plaudert und dir die Zeit wegnimmt scheinbar, segnest du den auch mit der Liebe Gottes? Ja. Segnest du den, der dir gerade den Parkplatz bekommt? Segnest du Heiner Lauterbach? Segnest du Heiner Lauterbach? Kennst du das als Christus in dir, Heiner Lauterbach? Ja. Kennst du jeden hier als Christus in dir? Ja. Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Sag das noch einmal bitte. Ich segne dich, ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teile. Das ist der ganze Kurs in einem einzigen Satz. Wir brauchen nicht mehr zu wissen. Es geht nur um die Übung, Larissa. Es geht nur um diese eine Übung. Matthias, ich segne dich. Das wird Larissa sagen. Matthias kommt zu spät nach Hause. Larissa hat schon Essen gekocht. Er kommt zu spät nach Hause. Larissa ärgert sich für einen Moment über Matthias und sagt dann, ich segne dich, Matthias. Mit der Liebe Gottes. Genau. Die ich mit dir teilen möchte. Ja. Das ist die Einladung an den Heiligen Geist. Das ist die Einladung an die Liebe. Und in dieser Liebe gibt es keinen Schmerz mehr. Solange Schmerz da ist, ist es, weil ich nicht segne und weil ich nicht die Liebe Gottes teile. Es ist ganz einfach. Es gibt nur eine Ursache für Schmerz. Es gibt nur eine Ursache für Depression. Es gibt nur eine Ursache für Krankheit. Es gibt nur eine Ursache für Mangel. Es gibt nur eine Ursache für Schuld. Es gibt nur eine Ursache für sich nicht wohlfühlen. Es gibt nur eine Ursache für was weiß ich, für Durchfall. Es gibt nur eine Ursache für Kopfweh. Es gibt nur eine Ursache, warum man von einem Zug zum nächsten rennen muss bei der Deutschen Bundesbahn und zum Leichtathleten wird, so wie ich letzte Woche gelaufen bin, von einer Bahn zur nächsten zum Anschlusszug da in Frankfurt. Es gibt nur eine Ursache für Stress. Es gibt nur eine Ursache für ein Burnout. Es gibt nur eine Ursache für Angst. Es gibt nur eine Ursache für Sorge. Das sind die wahren Lehren von Jesus von Nazareth. Jesus lehrt uns eine Antwort auf jede Situation. Und was ist die Antwort? Sag mal, was ist die Antwort, bitte? Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Das ist die einzige Antwort auf alles. Wenn du das in dem Moment, in dem kritischen Moment, wo du urteilen willst, erkennst, dass du nicht urteilen willst, sondern nur segnen. Das ist das, was das Wunder ist. Deshalb sind wir ein Kurs in Wundern. Das ist ein Kurs. In dem Moment, wo ich urteilen will, entscheide ich mich für den Segen Gottes und teile die Liebe Gottes mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, meinem Bruder. Das ist alles, was du jemals wissen musst über diesen Kurs. Es gibt nicht mehr zu wissen. Glaub nicht, dass du den verstehen musst. Glaub nicht, dass der Kopf geben würde. Glaub nicht, dass du müsstest das alles auswendig wissen. Glaub nicht, bitte, dass es hier um Verstehen, wie es die Welt versteht, geht. Glaub nicht, dass es hier um Fortschritt geht, im zeitlichen, ich muss mich zum Sohn Gottes hinaufarbeiten. Das ist nicht richtig. Ich segne dich, Maria, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Ich segne dich, Minna, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Ich segne dich, Franz Beckenbauer, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Wen haben wir denn noch als Beliebten? Ich segne dich, Angela Merkel, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Ich segne dich, Donald Trump, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Dann wird Angst unmöglich und die Liebe ist die ohne Gegenteil begründet worden. Sind wir hier nicht beim Feiern? Ist es nicht das Warm-up zum Festival? Bist du nicht schon gut aufgewärmt mit dieser einzigen Lektion der Liebe? Es ist so einfach. Das ist ein ganz, ganz einfacher Kurs. Ein Problem, eine Antwort. Das Problem ist, ich will urteilen. Ich will die an der Kassierin in der Kasse beurteilen. Ich will den beurteilen, der scheinbar sich vorgedrängt hat in einer Reihe. Ich stehe in der Bank und warte auf einen Termin und der drängt sich vor. Und es gibt nur eine Antwort. Und auch Helene Fischer ist da eingeschlossen. Ich segne dich, Helene, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Und auch Dieter Bohlen ist eingeschlossen. Und auch, wie heißt er denn, der singt Ein Bett im Kornfeld. Wie heißt denn der Sänger aus Deutschland? Jürgen Drews, auch der ist eingeschlossen. Auch der ist erleuchtet. Auch der ist mein Bruder. Auch der zeigt mir die Liebe Gottes in mir.
so wie mir jeder die Liebe Gottes in dir zeigt. Wenn du dich sorgst um jemanden, dann hast du vergessen, ihn zu segnen. Wenn du dich um deine Familie sorgst, um deine Kinder sorgst, dann hast du vergessen zu segnen und die Liebe Gottes mit ihm zu teilen. Hörst du mich? Hört mich hier jemand? Ich spreche hier direkt aus dem Himmel. Ja, und bitte die blauen Schlümpfe auch segnen. Die heutige Sendung kommt aus dem Internationalen Kurscenter von Mössingen in Baden-Württemberg in der Nähe von Tübingen. Ich segne dich und ich segne auch die Erlösungsbanane mit der Liebe Gottes. Also die beschützt mich vor allen Vergessen. Diese Banane trage ich immer mit mir, weil das ist die Erinnerung an die Liebe Gottes in meiner Erfahrung. Lass dich erinnern von Gott. Lass dich immer erinnern. Mach das immer wieder. Mach irgendwas, was dich ständig erinnert an die Liebe Gottes. Und dass deine einzige Funktion ist, deinen Bruder zu segnen und die Liebe Gottes mit ihm zu teilen. Wenn du im Schmerz bist, du vergisst es. Dann hast du es vergessen. Wenn du leidest, hast du es vergessen. Wenn du dich energielos fühlst, dann hast du es vergessen. Ich fühle mich deshalb nicht energielos, weil ich segne und die Liebe Gottes teile. Wie könnte ich mich nicht energielos fühlen? Wird Gott müde? Glaubst du, dass Gott müde ist? Glaubst du, dass Gott frustriert ist? Nein, weil Gott nur segnet und seine Liebe teilt mit allem. Mit allem. Nicht nur mit jenen und mit jenen, nein, mit allen. Bist du mit mir? Erkennst du das in deinem Geist? Es gibt nur eine Ursache für dein Leiden. Es gibt nur eine Ursache für deine Krankheit. Du glaubst, dass das und das die Ursache wäre. Deine Vergangenheit wäre die Ursache für das, dass du jetzt krank und energielos fühlst. Es gibt nur eine Ursache. Und diese Ursache ist immer im Hier und Jetzt. Die einzige Ursache ist, dass ich nicht erinnere, dass ich die Liebe Gottes mit meinen Brüdern teile. Ich will sie nur alles für mich haben. Kann nicht funktionieren. Ich teile sie. Das hat Jesus gelehrt ein ums andere Mal. Und das lehrt er uns im Kurs und in der Bibel auf 100.000 verschiedene Arten und Weisen. Immer mit derselben Botschaft. Ich segne dich, mein Bruder, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Wenn du das machst und das zu deiner einzigen Aktion in deinem Geist machst, den ganzen Tag, dann kannst du keinen schlechten und unglücklichen Tag mehr verbringen. Es ist unmöglich geworden. Weil dann ist die Angst in dir vergangen und du erkennst wieder, dass die Liebe in dir ohne Gegenteil begründet wurde. Are you excited? Macht dich das froh, das zu hören? Spürst du diese Aufregung? Spürst du diese Energie? Spürst du diese Vibration? Das ist wirklich eine Vibration in allen Zellen. Deine ganzen Zellen sehnen sich danach, die Liebe Gottes zu erfahren und sie mit deinen Brüdern zu teilen. Es ist eine völlig physische Erfahrung des Erwachens deines Geistes und scheinbar ist es eine Erfahrung, die sehr physisch sein kann. Halleluja! Ja, uns ist das gegeben worden. Fühlst du dich nicht glücklich, dass du nichts mehr analysieren musst? Ich muss nicht analysieren. Und warum bin ich jetzt krank? Und warum bin ich jetzt depressiv? Und warum bin ich jetzt im Mangeldenken? Und warum fühle ich mich jetzt schuldig? Es gibt nur einen Grund. Ich lehne die Liebe Gottes noch für einen Moment ab. Ich verstecke mich noch für einen Moment von der Liebe Gottes, mit der ich dich segne und die ich mit dir teilen möchte. So einfach ist dieser Kurs. So simpel. Es geht nur um Erinnern. Bist du gewillt, das zu deiner einzigen Erfahrung in deinem Geist machen? Du kannst nicht halbschwanger durch die Welt laufen und manchmal segnen und manchmal nicht segnen. Und manchmal die Liebe Gottes teilen und manchmal willst du sie nicht teilen, weil der deine Erwartungen zum Beispiel nicht erfüllt hat. Jesus, du, wir sind ein Christus, aber 24 Stunden lang. In jedem Moment. Es gibt keinen Teilzeit-Christus. Es gibt keinen 450-Euro-Job, glaube ich, sagt man in Deutschland, als Christus. Ich will nur 450 Euro bekommen. Ich will nicht mehr Liebe teilen. 450 Euro sind genug. Ich will nicht mehr. Larissa, 450 sind vollkommen genug. Ich will ja gar nicht die ganze Liebe Gottes. Wer möchte denn sich schon vollkommen geliebt fühlen? 450 Euro ist besser als nichts.
Lass mich doch für einen 450-Euro-Job ein bisschen schwitzen in der Liebe Gottes. Sag mir bitte, sag mir, mach das Mikro bitte auf und sag. Sag bitte, 450 Euro sind nicht genug für mich. 450 Euro ist viel zu wenig. Alles. Die Liebe Gottes. Genug für mich. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Ist alles, was ich will. Zu wenig. Liebe Gottes. Alles, was ich will. 450 Euro sind 450 Euro zufrieden geben, wenn er alles haben kann. 450 Euro. Jesus würde, eine der Lieblingsausdrücke von Jesus im Kurs ist, sagt, ihr seid wahnsinnig. Es ist Wahnsinn, nicht die Liebe Gottes anzunehmen und nicht zu segnen mit seiner Liebe und sich nicht zu teilen. Er sagt, wir sind wahnsinnig im Tiefschlaf. Kannst du daran erkennen, dass dieser Kurs nicht von einem menschlichen Autor ist? Hast du schon einmal einen menschlichen Autor gesehen, der seine Hörer oder seine Leser als Wahnsinnige bezeichnet? Jesus ist nicht im Austausch mit uns. Der spricht die Wahrheit. Dem ist es egal, ob du diesen Kurs machst oder nicht machst. Er wird immer nur die Wahrheit deklarieren. Er wird immer nur eines wissen. Es ist nur eine Frage der Zeit des Aufwachens. Akzeptierst du die Liebe Gottes jetzt und hier? Oder wartest halt noch 2 Jahre und willst noch 2 Jahre länger leiden? Ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du noch 2 Jahre länger leidest. Wer möchte noch länger leiden? Ich gebe dir 1.000 Euro. Wenn du nach Birnbach kommst, bitte, alle sind ab Mittwoch, ich bin ab Mittwoch in Birnbach, kriegst du 1.000 Euro von mir. Ich gebe dir das bar auf die Hand, weil ich will es ja nicht versteuern. Ich gebe dir das bar auf die Hand. 2.000 Euro zahle ich dir, wenn du noch 2 Jahre bereit bist zu leiden. Bitte leide doch noch ein bisschen. Ein bisschen könntest du schon noch leiden. Was sagt Jesus im Kurs? Friede solcher Torheit. Kannst du behalten, sagt sie. Friede solcher Torheit, sagt Jesus im Kurs. Frieden solcher Torheit. Es ist nur Torheit zu glauben, dass du wirklich nicht in jedem Moment dich lieben lassen willst von Gott. Es ist Torheit. Es ist Wahnsinn, sagt er. Wach auf! Und deshalb habe ich die Erlösungsbanane immer dabei. Das ist die Liebesbanane, die erinnert mich an die Liebe Gottes. Die ist so sanft und die schmeckt so gut und so süß. Und die erinnert mich an die Liebe Gottes. Und die teile ich gerne mit dir in Birnbach. Ich werde mit ein paar Bananen anrücken, das kann ich dir sagen. Solltest du da einen Hunger haben, dann teile ich die gerne mit dir, weil die erinnert mich an die Liebe Gottes. Verstehst du? Es ist so einfach. Die Wahrheit ist einfach. Jesus sagt es 10.000 Mal im Kurs. Das ist ein einfacher Kurs. Ein ganz einfacher Kurs. Es ist ein Kurs über die Liebe Gottes, die du nicht verstehen kannst, aber fühlen kannst. Es ist nicht verständlich, dass es eine Liebe gibt, die kein Gegenteil kennt. Und dass Angst ohne Gegenteil, die Angst und Liebe ohne Gegenteil in uns unsere Wirklichkeit ist. Kann ich das verstehen? Nein. Ich kann es nur annehmen. Die Wahrheit nimmt man an und dann geht es mir gut oder ich weise sie noch für einen Moment zurück und dann leide ich. Das ist das einzige Leiden, was es gibt. Ich will mich noch ein bisschen verstecken vor Gott und seiner Liebe. Lass mich noch ein bisschen versteckt spielen, so wie wir als Kinder Verstecken gespielt haben. Kennst du das? Ich verstecke mich noch ein bisschen vor deiner Liebe. Nicht so schnell, lieber Gott, ich bin noch nicht bereit. Ich muss zuerst noch 365 Lektionen machen, das Übungsbuch lesen und das Textbuch lesen. Und dann bin ich bereit für deine Liebe. Und dann muss ich mir noch einen Porsche kaufen. Bitte, keine falschen Gedanken. Halte die Ohren steif, aber nur die Ohren, haben wir ihm als Kinder gesagt. Geht's euch gut, ihr Lieben? Seid ihr auch so begeistert? Fühlt ihr auch diese Liebe? Fühlt ihr diese Emotion? Ich freue mich schon so auf das Festival, aber das Festival hat jetzt angefangen. Genau in dem Moment, wo ich bereits Liebe in mir zelebriere, wo ich meinen Bruder mit der Liebe Gottes segne und die mit ihm teile. Es ist sowas Einfaches. Es ist eine einzige Aktion in meinem Geist. Anstatt dem Urteil, anstatt der Trennung und der Verurteilung und Beurteilung, wähle ich die Liebe Gottes.
und segne meinen Bruder mit der Liebe Gottes, die ich mit ihm teilen möchte. Das ist das Ende des Leidens. Das ist das Ende des Dramas. Diese Telenovela, wie man auf Spanisch sagt, also diese Seifenoper, ist dann vorbei. Die ich für so viele Jahre, für 40.000 Jahre durchgespielt habe. Ja, für 40.000 Jahre habe ich mich vor Gott versteckt. Und dann kommt plötzlich eine Banane gehoppelt und sagt mir, ich segne dich, lieber Bruder, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Ich liebe diese Bananen. Die werden wir teilen in Birnbach. Geht's euch gut? Ja. Geht's euch gut? Ja. Geht's euch gut? Oh ja. Das ist das Leben, das, was wir jetzt erleben. Und in der Liebe Gottes, diese Freiheit, wir können uns selber sein. Das ist, was Leben ist. Leben hat nichts mit Überleben zu tun. Leben hat mit der Freude Gottes und seiner Liebe zu tun. Und das feiern wir in Birnbach und das feiern wir in diesem Moment und das feiern wir in jedem Moment. Und so einfach ist dieser Kurs. Und ich freue mich, wenn du lachst und wenn du das nicht so ernst nimmst. Weil um das geht es im Kurs. Nimm dich selber nicht so ernst. Halleluja. Du bist doch von der Liebe Gottes erhalten. Wenn ich mir von der Liebe Gottes erhalten werde, muss ich mich dann noch um meine eigene muss ich mir dann noch Sorgen machen um meine Zukunft? Muss ich dann noch hart arbeiten? Haut rein, es lohnt sich. Hart wie Kruppstahl. Oder geht's dann einfach, fließt es dann einfach zu? Es war mal ein junger Mann da, der hat gesagt, zuerst das Himmelreich Gottes. Das würde man in den Kursausdruck sagen, lass dich zuerst von Gott lieben und alles andere wird dir dazugeteilt. Alles wird dir dazugeteilt. Alles, das kann ich dir sagen. Alles. Ich habe diesen Kurs jetzt, ich mache jetzt diesen Kurs seit 24.000 Jahren und alles ist mir dazugeteilt worden. Ich bin jetzt 26.000 Jahre alt und seit 24.000 Jahren mache ich diesen Kurs und alles wurde mir in jedem Augenblick gegeben. Und zwischen dir und mir ist kein Unterschied. Wir sind derselbe, dieselbe Erfahrung, dieselbe Liebe und derselbe Segen Gottes. Da ist kein Unterschied. Da ist kein Lehrer und kein Schüler. Da gibt es nur einen von uns. Den geliebten Sohn Gottes, in dem die Liebe ohne Gegenteil eingesetzt wurde und in dem Angst unmöglich ist. Ich bin ein junger Hüpfer, schreibt Joachim. Hallo. Hallo Achim, aus Hamburg, in der Nähe von Hamburg. Super. Ich bin auch ein junger Hüpfer mit 24.000 Jahren. Also sollte einer von euch den Kurs noch nicht seit 24.000 Jahren machen, dann ist ein junger Hüpfer, mein Dach. Ich würde euch noch gerne was aus der Bibel lesen, wenn das okay ist, wenn sich keiner beleidigt fühlt. Würde ich euch noch gerne was, das 20-Minuten-Buch, das haben wir auf der Internationalen Akademie vom Kurs. Das sind die ersten 50 Lektionen des Kurses zusammengefasst. Das ist das kleine Büchlein, nennt sich Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Werde ich in Birnbach dabei haben. Das ist ein kleines Büchlein. Das ist für die Hosentasche oder für die Damentasche oder für die Brusttasche beim Hemd. Und mit dem kann man überall hinfahren und das im Zug lesen oder im Bus lesen. Immer, das große Buch ist ja ein bisschen schwerer. Das kann man nicht überall mit hinten hinnehmen. Aber dieses kleine Büchlein, das kann man überall mit hinnehmen. Und da findet Geistestraining statt. Da findet die Erinnerung statt an die Liebe Gottes in dir. Und dafür gibt es dieses kleine Büchlein, das heißt, ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Also wenn jemand in Birnbach ist, kann ich mich gerne ansprechen. Wie gesagt, kann man wieder drucken lassen, gibt es wunderschön. Diese kleinen Büchlein, ich liebe sie. Die haben wir damals aus Amerika gebracht von der Internationalen Akademie. Die sind deutsch übersetzt aber. Also wenn jemand Interesse hat, kannst du dich gerne an uns wenden oder Andreas Bröhl oder wen auch immer. Und dann können wir diese kleinen Büchlein dir als Erinnerung, wie gesagt, auf den Weg geben und du kannst es immer erinnern. Das ist eine ganz große Hilfe, eine ganz große Erinnerung an die Liebe Gottes, mit der ich dich segne und die ich mit dir teilen möchte. Und jetzt möchte ich was teilen und dann bin ich offen für Fragen oder wenn jemand eine Banane mit mir teilen möchte, dann sollte er sie jetzt holen, wenn wir das gelesen haben. Escucha muy bien. Höre gut zu. Escucha muy bien, sagt man in Español, also in Spanisch. Hör mal, mach deinen Geist für einen Moment ganz still und lass alle Gedanken los. Was du glaubst, wer du bist, wer Gott ist und was die Liebe ist.
Lass alles für einen Augenblick los. Danke. Danke, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Weißt du, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, weil wir eins sind. In seiner Liebe. Genau hier und jetzt. Ich spüre dein Herz, wie es in meinem Herzen schlägt. Danke für dich, für dein Herz und für deine Liebe. Wenn du irgendwas brauchst, wenn du es irgendwann einmal vergisst, kannst du gerne mit dir Kontakt aufnehmen oder mit einem von uns. Ich werde dich immer erinnern an die Lehren von Jesus von Nazareth. In der Bibel, im Neuen Testament der Bibel und im Kurs in Wundern. Das ist auch ein Neues Testament von Jesus von Nazareth. Kommt direkt aus seinem Herzen. Und jetzt möchte ich lesen aus der Bibel. Jesus von Nazareth. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet. Und ich werde ihn verkünden. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gabst, Vater, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in einem vollkommen gemacht werden. Wann werden wir vollkommen gemacht? Wenn ich sage, ich segne dich, mein lieber Bruder, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Dann bin ich wieder vollkommen. Dann bin ich wieder ganz. Und dann ist Leiden und Angst unmöglich. Das sind die guten Nachrichten. Das ist das ganz einfache Lehren von Jesus von Nazareth. Ich kann dir nur eines sagen, bitte bleibt in meiner Liebe. So wie ich euch in dem Moment liebt, so liebt jede Schwester und jeden Bruder. Die Kassiererin an der Kasse, den Chef im Geschäft, deiner Firma, deine Tochter oder deinen Sohn, deinen Ehepartner oder deinen geheimen Geliebten. Liebt sie mit der Liebe, mit der ich euch jetzt liebe. Und segnet sie und teilt diese Liebe. Jesus von Nazareth. Unser älterer Bruder und der Erlöser der Welt. Jetzt können wir ein bisschen durchschauen. Ich würde mir dich gerne ein bisschen anschauen. Bleibt in meiner Liebe. Beate, bleib in meiner Liebe. Wie ich dich liebe in diesem Augenblick, so liebe sie alle. Christina, Sibylle, iPad, Luise, Alice, Tanja, Nicole, Marion, Ingrid, Regina, Cornelia, Tanja, Christa. Bleib in meiner Liebe, Christa. So wie ich dich geliebt habe, so liebe sie all deine Schwestern und Brüder. Silke, Sandra und Steffen, bei denen bin ich gerade im Haus. Die versorgen mich jeden Tag mit der Liebe Gottes. Danke euch. Die zwei zeigen mir jeden Tag eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und manchmal, am Anfang habe ich mich dafür schuldig gefühlt. Aber verdiene ich das überhaupt? So viel Liebe zu empfangen? Und ich weiß nicht. Sie machen es aus ganzem Herzen, weil sie Jesus von Nazareth erinnern und seine Liebe für uns alle. Danke, Gabriele, wir sehen uns bald. In Dinkelsbühl, Arabella, Petra, bleib in meiner Liebe, Petra. So wie ich dich liebe, liebe sie alle. Alle, die dir auch scheinbar Probleme bereiten, liebe sie alle. Liebe sie aus dieser Welt hinaus. Und du liebst dich selber hinaus. Danke Jutta, danke Christel, Egon, Achim, Dieter, Johanna, Simone und Co. Und Klaus ist auch da, ja. Das ist Klaus. Klaus, der leiht mir mal, einmal wird er mir seine Stimme leihen, die ich so sehr liebe. Claudia, Agnes,
Ernst, Dorothea, Lorenz, Brigitte, Tanja. Brigitte, hast du eine Frage gehabt? Andrea, Elke, alle, Nesse, Wunderfestival, Uwe, Ingrid, Heidrun, Hildegard, Christel, Miriam, Andrea, Verena, Wolfgang, Gregor, Bettina, Maria, Sonja, Christi, Elisabeth, Andrea, Beate, Ublock, Ismar, UTD, Brigitte, Manuela, Ann-Sophia, Rosalia, Rosalie, Brigitte, Caroline und noch viele, Marion, Sabine, Brigitte, Nancy und noch viele mehr. Bleibt in meiner Liebe. Liebt euch alle, so wie ich euch liebe in dem Moment. Es ist eine große Freude in mir, das Liebe mit dir zu teilen und hier zu sein und sie durch dich erkennen zu dürfen. Bleibt in meiner Liebe. Liebt alle eure Schwestern und Brüder, so wie ich euch liebe. Jesus von Nazareth, König der Liebe. Danke. Danke, danke. Wir sehen uns in einem Augenblick in Birnbach. Gibt es von deiner Seite noch eine Frage? Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Beschwerden? Wir segnen dich, lieber Hubert, und bleiben in der Liebe mit dir. Das war die Stimme von Elke, ne? Lieber Hubert, ich segne dich mit der Liebe Gottes. Die Christina. Ich segne dich, mein lieber Bruder, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Ismar. Egon, bist du aus München? Ja, aus der Nähe von München. Habe ich keinen Geist. Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Hubert. Wir segnen dich auch mit der Liebe Gottes. Danke. Noch weiter. Dein größter Fan, mein Mann. Dein Mann. Es macht Spaß. Es macht mir viel Freude. Ich habe die vier wieder gegeben. Ich segne dich und alle auch mit der Liebe Gottes. Ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte und allen anderen auch. Danke. Ja, Hubert, ich segne dich mit der Liebe Gottes und alle Anwesenden und immer genug Bananen im Kühlschrank oder im Keller, eine Kiste. Das wünsche ich dir. Tschüss. Danke. Danke, Achim. Brigitte, Can, hast du zuerst eine Frage gehabt, weil du hast die Hand gehoben? Nicht? Okay. Aber ich segne dich von ganzem Herzen mit der Liebe Gottes, die ich so gerne mit dir teile und mit allen, die jetzt zuhören. Seid gesegnet, fühlt euch geliebt. Oh ja. Danke. Hubert, ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir und allen anderen teilen möchte. Ich liebe dich, Hubert. Danke. Könnte man vielleicht noch ein Lied spielen, oder? Ist das okay? Spielen wir noch ein Lied? Moment gerade.